Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein drittes Gesetz über die staatliche Anerkennung von Berufsakademien, Drucksache 19/3561. Eingebracht wird es von Herrn Staatsminister Boris Rhein. Wir haben vereinbart, es gibt keine Aussprache dazu. Bitte schön. Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Landesregierung legt Ihnen in erster Lesung den Gesetzentwurf für eine Neufassung des Gesetzes über die staatliche Anerkennung von Berufsakademien vor. Da wir vereinbart haben, dass wir keine Aussprache machen, will ich Ihnen gerne zusichern, in erster Runde jedenfalls vereinbart haben, dass wir keine Aussprache machen, zusichern, dass wir Ihnen die Unterlagen der Anhörung der Regierung heute noch überstellen. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen mit Ihnen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war kurz und knackig. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir nun den Gesetzentwurf in den WKA.